I would like us to turn our Bible to the book of 1 Peter. Ich möchte bitte, dass wir aufschlagen auf 1. Petrus. Chapter 2, I want to read from the verse number 22. 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 22. Who did not sin, neither was guile found in his mouth. Der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden. Who, when he was reviled not again. Der Geschmäch nicht wieder schmähte. When he suffered, he threatened not. Leidend nicht drohte. But committed himself to him that judgeth righteously. Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Who his own self bear our sins in his own body on the tree. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. That we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. These are very important verses of scriptures. Das sind ganz wichtige Bibelstellen. Here Peter is revealing to us a very, very important principle. Und Petrus zeigt uns ein ganz wichtigen Prinzip hier. That which was witnessing in the life of Christ. Und das, was eigentlich als Bezeugnis in das Leben Christus zu sehen war. And which we are also called to walk by. Und das, wovon wir auch berufen sind, dadurch zu wandeln. Now look at what he said from the verse number 23. Schau bitte mal, was da im Vers 23 gesagt hat. He says, who when he was reviled, reviled not again. Derjenige, der geschmäht und nicht wieder schmähte. When he suffered, he threatened not. Und leidend hat aber nicht gedroht. Now look at what the Bible says here. Und schau bitte, was die Bibel hier But sagt. See what he did. Und schau bitte, was doch getan But he hat. Committed himself to him that judged righteously. Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. So when Jesus was opposed, also wann auch immer Jesus einen Widerstand vor ihm hatte, when he was insulted, wenn auf ihm aufgespuckt wurde, when every negative things were thrown to him, wann auch immer alle negativen Sachen auf ihn geworfen wurden. Now Peter tells us that he did not revenge, he did not respond to them. Also Petrus sagt uns hier, dass Jesus darauf keine Antwort gegeben hatte. But what did he do? Aber stattdessen, was hat getan? What did Jesus do? Was hat Jesus getan? Now he made a commitment. Hat etwas getan. Now he committed himself to him that judged righteously. Und zwar übergab sich an denjenigen, der gerecht richtet. Now, you know, the word judgment is so important. Das Wort Gericht ist sehr wichtig hier. It's very, very important. Es ist ein wichtiges Wort. Now, Jesus Christ und Jesus Christus received from hostile people, hat von, sage ich so, feinde Menschen etwas empfangen. Negative things. Was ganz negativ war. The simple judgment is for him to reciprocate, you know, for him to revenge, to fight back. Die einfache Antwort auf solchen Attacken ist einfach zurückzuschlagen. But how did he judge the situation? Aber wie hat denn diese Lage, wie hat das gesehen? He committed himself. Hat sich selbst hingegeben. He gave himself to the one who judges righteously. Hat sich gedreht zu demjenigen, der gerecht richtet. This is not a reference to Jesus alone. Und das ist hier nicht nur
auf Jesus allein gerichtet. This is how we are called to live. Und so sind wir berufen, auch hier auf Erde zu wandern. We live in a world that is hostile to us. Wir leben in einer Welt, der sehr viele Widerstände ist. We will experience betrayal. Wir werden erleben, dass man uns verrät. Injustices. Wir werden Unbürgerechtigkeit erleben. All these things. All diese Sachen. And not only in the aspect of people doing those things to us. Und nicht nur in der Aspekt oder in der Gesichtspunkt, dass ein Mensch oder ein Bekannter oder ein Verwandter uns gegenüber so widerstandsfähig ist. We will also experience sickness. Wir werden aber doch auch Krankheit erleben. We will experience lack. Es wird auch Mangel sein, das uns widersteht. What are we to do? Was müssen wir davor tun? To fight back the sickness? Müssen wir die Krankheit zurückschlagen? To fight back the lack? Müssen wir zurückschlagen diese Mangel? Everything in life, alles im Leben, depends on how you judge it. Hängt davon ab, wie du das siehst, was für ein Urteil du da abgibst. So Jesus, instead of judge the situations in life, Jesus hat keine Urteil gegeben zu diesen negativen Sachen. He instead committed himself to God. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat sich dem Herrn hingegeben. For God to judge. Damit der Herr, der gerecht richtet, auch die Lage richtet. For us to understand just what has happened or what Peter is explaining here. Damit wir verstehen, was Petrus hier erklärt. Jesus himself made a statement. Jesus selbst hat ein etwas gesagt. Now please turn with me to the book of John. Lass uns bitte im Johannes lesen. John 7. Johannes 7. The verse number 24. Ab Vers 24. Now look at what Jesus said. Schau bitte mal, was Jesus gesagt hat. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. This is one of the most difficult statements in the Bible. Das ist eine der Aussagen Jesus, die wirklich sehr, sehr schwer verständlich ist. Because every human being, denn alle Menschen, is reacting to appearances. Haben immer ein Urteil auf etwas, was Sichtbares ist. It brings fear to us. Das bringt uns Angst. It brings uncertainties. Das bringt uns Unsicherheit. No, Jesus is saying, und Jesus aber sagt, we don't judge according to appearance. Wir richten nicht gemäß das, was wir sehen. And so he demonstrated that also. Und das hat er uns auch bewiesen. People were insulting him. Die Leute haben auf ihn gespuckt. They were saying whatever they want to Sie say. Haben auch was Böses über ihn gesagt. He did not judge. Er hat da kein Urteil gegeben. By appearance. Also kein sichtbaren Urteil hat er gemacht. He instead commit himself. Er gab sich hin, stattdessen to God who judge righteously. Und zwar dem Herrn, der gerecht richtet. What is Jesus trying to tell us? Was möchte Jesus uns hier sagen? This is where it gets a little bit tough. Und jetzt fängt's an, wo man wirklich verstehen muss. Jesus is saying, Jesus sagt hier, that appearance, das was das Aussehen, is not real. Ist nicht real. It has no substance. Das was wir sehen hat keine Substanz. What really matters? Und das was wirklich wichtig ist, is when situation is seen from the standpoint of spirit. Ist, wenn wir Herausforderungen aus dem Gesichtspunkt des Geistes erkennen, betrachten können. So when we look at situation, also wenn wir Herausforderungen vor uns sehen, and we judge it by what appears, wenn wir Umstände vor uns sehen und sie dann urteilen gemäß was da vor uns erschienen ist, we judge wrong. Dann geben wir ein falsches Urteil. We make a mistake. Wir machen da einen Fehler. I have to know you and I. We are to be known. Also wir müssen uns kennenlernen. According to who we are. Und zwar gemäß wer wir in Christus sind. No, 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 no. Gemäß wer wir sind. Not according to what you appear.
appear to be. Also wir müssen uns kennen nicht mit dem, was du erscheinst. Also ich muss dich nicht kennen aus deiner Erscheinung. I know it's tough. Also ich weiß, es bedarf ein bisschen mehr Verständnis. But this is the place we need to come. Aber an der Stelle müssen wir kommen. To really understand righteousness, the righteous judgment of God. Damit wir wirklich Gerechtigkeit verstehen, das gerechte Urteil Gottes. What appears to be, das was erscheint, als wäre es. God doesn't judge like that. Gott richtet nicht danach. He goes back to the source. Er geht zurück an die Quelle. Which is the spirit. Und die Quelle ist der Geist. And looks at you. Und schau auf dich. No matter the situation you're going through. Egal welche Umstände du dich befindest. He looks at you. Er schaut auf dich. From the standpoint of spirit. Auf dem Gesichtspunkt des Geistes. And judge you. Und gibt ein Urteil. And so that is why Jesus was going through this difficult situation. Und darum Jesus, als er durch diese schwierige Umstände ging, he did not condemn the people. Da er hat kein Urteil gefasst. He was reviled. Er wurde weggeschoben. And he did not retaliate. Er hat keine Antwort drauf gegeben. He suffered. Er hat gelitten. He did not threaten. Er hat niemandem Leid gemacht. Why? Warum? He saw them differently. Er sah dem anders. That's why he said. Und darum sagte er, Vater, forgive them, for they don't know what they are doing. Verzeihe dem, denn sie wissen nicht, was sie gerade da tun. Amen. Amen. Now we live in a world. Wir leben in einer Welt. That people appears to be what they are not. Wo die Leute erscheinen, als wären sie etwas, was sie eigentlich nicht sind. So. Let not your eyes, also lass dein Augen, your sight, your touch, your sense of feeling fools you. Also lass nicht dein fünf Sinnen dich ein falsches Urteil geben lassen. This also has to do with afflictions. Und das hat auch mit Schmerzen zu tun. Sickness, Krankheiten, is an appearance. Es ist eine Erscheinung. So when you look at your situation, also wenn du auf deine Lage schaust, under that affliction, unter diesen Schmerzen, what do you do? Was tust du dann? You commit yourself to him. Du gibst dich hin zu ihm. Who judge righteously. Und zwar der gerecht richtet. Don't condemn yourself. Also du sollst dich nicht verdammen. You didn't bring sickness to yourself. Du hast zu dir da keine Krankheit gebracht. It's not the fault of anyone. Es ist kein Fehler von irgendeinem. It's a universal burden upon anyone that walks on the face of this world. Es ist ein universelles Last auf jedem, der auf dieser Erde wandelt. You know, there's a lot of talk about sickness and the cause of it. You know, sickness. You know, this one is caused because you think like this. Ja, because you eat like this. Es gibt sehr viele Gedanken über Krankheiten, beispielsweise. Ja, Krankheit kommt dadurch, dass du so denkst, diese Denkweise hast, oder Krankheit kommt, weil also jemand irgendwas macht. Please, I want to tell you something. Bitte, ich möchte euch etwas sagen. That is all lies. Das alles sind Lügen. Amen. Wow. Sickness, Krankheit, is just like sin. Ist genauso wie Sünde. You and I were called a sinner. It's not because we sinned. It was because of the sin of one man, and all was designated as a sinner. So it is not your act of sin that makes you a sinner. It is because of your association to the one who opens the door for this burden to be laid upon all men. Also Krankheit ist genauso wie die Sünde. Du wurdest als Sünder genannt. Warum? Weil einer gesündigt hatte und diese Sünde wurde, und das war die Tür, der Türöffner zu allen Menschen hier auf Erde. Und genauso ist auch die Krankheit. So, sickness, also Krankheit, is not something that is associated to someone. Es ist nicht, it's not because you've done something.
Krankheit kommt nicht auf dich, weil du etwas getan hast. It's a universal problem. Es ist auch ein universelles Problem. And how did God solve that problem? Und wie hat Gott dieses Problem gelöst? Amen. He took us out of that state. Er hat uns da aus diesem Stand herausgenommen. And gives us a new position. Und hat uns eine neue Stellung gegeben. Just like he took us from the state of sin. So wie er uns aus der Stelle der Sünde herausgenommen hatte and gives us the position of righteousness. Und uns die Stellung der Gerechtigkeit gegeben and so hat. God has brought us out of sin, also Gott hat uns aus der Sünde herausgenommen and now given us the state of health. Und heute gibt er uns den Zustand der Gesundheit. See, last week I said, und letzte Woche habe ich gesagt, what is God trying to do with us? Was versucht Gott mit uns zu tun? He's trying to bring into manifestation. Er versucht in Sichtbarkeit zu bringen the new creation. Die neue Schöpfung. The new creation die neue Schöpfung is not a sinner. Er ist kein Sünder. The new creation die neue Schöpfung is not a sick. Er ist kein Kranker. The new creation die neue Schöpfung is a complete new man. Ist ein komplett neuer Mensch. But we need to understand the quality of the new creation. Aber wir müssen verstehen die Qualität der neuen Schöpfung. The new creation die neue Schöpfung is not seen. Ist nicht sichtbar. The new creation is unheard of. You haven't heard of him. Du hast von ihm nie gehört. In other words, anders gesagt, this new creation, diese neue Schöpfung, is not in the realm of our five senses. Befindet sich nicht auf der Sphäre der unserer fünf Sinnen. So we can only appreciate, we can only accept our position as new creation when we do that by faith. Also wir können nur unsere Stellung als neue Schöpfung annehmen, nur wenn wir das durch Glaube annehmen. By knowing that this is who we are. Indem wir erkennen, wer wir sind. Amen. Amen. So, whenever we go through a situation, wann auch immer wir durch Umstände gehen, it's not the moment for we to feel bad about ourselves, for we to look at ourselves from a negative side of point of view, to be frustrated and, you know, to think that maybe God has abandoned us. Also wann auch immer wir uns in schwierigen Umständen befinden, es ist kein Moment für uns, uns Fragen über uns zu stellen, negative Gedanken über uns zu haben. God has no sickness. Denn Gott hat keine Krankheit. He has none. Er hat keine. That is why he cannot give it to anyone. Und darum kann er auch keinem Krankheit geben. He cannot. Er kann es nicht. Because he doesn't have it. Er hat es selber nicht. So he can only give what he has. Also kann er uns nur das geben, was er auch hat. Thank you, Lord Jesus. Amen. When we understand this, und wenn wir das verstehen, we then understand why the things that appears to be. Dann verstehen wir, warum die Sachen, die so erscheinen, als wären sie real. We shouldn't commit ourselves to them. Dann verstehen wir, diese Sachen müssen wir uns da nicht hingeben. You see, because the word there is commitment. Denn da ist das Wort Hingabe. Jesus, he could have committed himself to those that were against him. Also Jesus konnte sich auch demjenigen hingeben, die gegen ihn waren. But he instead turned his commitment to the one who judges righteously. Nein, stattdessen hat er sich gedreht zu demjenigen, der gerecht richtet. Today we are called to commit ourselves to the one who judges righteously. Also heute sind wir berufen, uns dann demjenigen hinzugeben, der auch gerecht richtet. It's a commitment, people of God. Es geht da um Hingabe, Volk Gottes. It's not something we expect to happen in a lapse of time. It can happen so, but ultimately the purpose of God is for you and
I to be committed to his judgment, which is righteous. And so if we give ourselves to him that judges righteously, it means in every situation, we will judge the situation from his standpoint. Also es ist ein Hingabe. Es kann natürlich auch passieren, dass es von heute auf morgen sich also geschieht, dass wir das bekommen. Aber Gott erwartet von uns, dass wir uns hingeben, damit wir auch eine Lage, einen Umstand, so wie er gerecht richten können. When you look at, for example, you look at a tree. Also wenn du beispielsweise einen Baum anschaust. And you look at the fruit on it. Und du schaust die Früchte daraus. You can't judge the tree from the fruit that is there. Also du kannst da nicht ein Urteil richten aus diesen Früchten zu dem Baum. Because what is the life of that tree? Denn was ist denn das Leben dieses Baums? It's not visible. Das Leben dieses Baums kannst du doch nicht erklären. Because if you take you pluck the fruit from the tree. Denn wenn du das Frucht von dem Baum schon bekommst in die Hand, you haven't got the tree. Du hast den Baum selber nicht. It's just the appearance. Das ist nur die Erscheinung, that die du hast. That is the appearance of the life that is walking invisibly in the place that no eyes can see. Und das ist nur die Erscheinung eines Lebens, die unsichtbar ist, die aber da eigentlich in diesem Baum sich befindet. Amen. Amen. So to really understand the tree, und um den Baum richtig zu verstehen, we go to the life, wir müssen zu dem Leben des Baumes hineingehen. That gives that fruit. Und zwar dieses Leben, das auch durch das auch diese Frucht herauskommt. Because the fruit is just that which appears. Denn der Frucht ist nur das, was da rauskommt. And so that is why God is bringing us to the inside. Und darum bringt uns Gott zu den innerlichen Part. To live from the source of life. Damit wir aus der Quelle des Lebens auch leben so können. That that which is seen, damit das auch, was sichtbar ist, comes from that inner workings aus diesen within. Inneren Seite von uns herauskommt. Our life as believers, also unser Leben als Gläubige, is not on the surface. Befindet sich nicht auf das, was überflüssig ist. Because if you judge lives and you look at the qualities of life from that which appears, then you will be mistaken. Denn wenn du das Leben nur oberflächlich gerichtest, dann wirst du auch das falsch annehmen. That's what Eve did. Und das hatte Eva getan. The fruit was good for food. Also diese Frucht war gut zu essen. It's good for. Es ist for our sight. Unser Augen, das ist schön aus. That was the mistake. Das war der Fehler. When God came to him, und als Gott zu ihm kam, zu Adam, he said, who told you? Wer sagte dir das? Who told you? Wer sagte dir das? Who told you that what you see is what is? Wer sagte dir, dass das, was du siehst, ist auch genauso, ist korrekt, ist real. Who told you? Wer sagte dir das? We can be well clothed, right? Wir können auch gut ansehend erscheinen. We look so beautiful. Wir können auch so schön aussehen. The true beauty is not seen. Die wahrhaftige Schönheit ist nicht sichtbar. Is known. Es ist erkennbar. That's why we can be easily deceived as human being. Und darum können wir sehr leicht enttäuschend sein. The Bible says that Satan also clothed with light. Denn die Bibel sagt uns ja, dass Satan sich auch mit Licht bekleidet. We see how beautiful it is from und the wir outside. Sehen aus dem Sicht aus äußerlich, dass das Licht schön ist. But the real thing is not that. Aber das Richtige, das Innerliche ist das, ist nicht das. And this was the problem that Jesus had with the Pharisees. Und dieses Problem hatte Jesus mit den Pharisäern. He says, in the inside, er sagte innerlich, you are broken bones. Du bist nur gebrochene Gebrechen. From outside, äußerlich, wow. Du siehst so gut aus. Beautiful. Ansehend. Schön. So everybody was falling for that. Und alle haben das verfolgt, was das sah gut aus. These are spiritual people. Oh, das sind die geistlichen, die echte geistlichen Menschen.
Amen. They are walking right. Also, so die Art und Weise, wie sie auch laufen, das ist so schön gerade. They keep the law. Die kennen auch ganz gut das Gesetz. Jesus said, no, 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 no. Und Jesus sagte, nein, nein, nein. We thank God he can see from the inside. Und wir danken Gott, Jesus kann von innen sehen. That's why when he tells you who you are, believe him. Und darum, wenn dir sagt, wer du bist, du musst ihm auch glauben. Believe him. Glaub ihn. He knows us from the inside out. Er kennt uns von innen out. God said to he said to Adam, who told you you are naked? I clothed you with glory. I clothed you with healing. I clothed you with blessing. I clothed you with riches. I clothed you with every type of cloth that you will ever desire in this life. Who told you that you are naked? Wer sagt, Gott fragte Adam, wer sagte dir, dass du nackt bist? Ich habe dich doch bekleidet mit Herrlichkeit. Ich habe dich bekleidet mit Gesundheit. Ich habe dich bekleidet mit Freiheit. Ich habe dich bekleidet mit allem. Aber wer sagte dir, dass du nackt bist? Because every time you take your commitment off that which judges you righteously and place it on the appearance and place it on the outside, you actually make yourself naked, because you are clothed by what you behold, what you are committed with. So if it is sickness and your whole attention is on the fact that, oh, I am afflicted, I am sick, it is because of what I did. You know, it is something that is running in our lineage. And if all that are your arguments and say, everybody have it, it's normal, cold, everybody have it, this is the season. If that is your judgment, then you have then make yourself naked in the realm of the spirit. God hasn't made you naked, but you have received a suggestion from the outside, which you have agreed upon as your state of being. And therefore, it will be that which you will produce as a fruit of your life. Also, wenn du deine Hingabe statt innerlich bringst, sondern in deine Krankheit bringst, dann wirst du das betrachten und nach Haus bringen. Und natürlich auch, dann wirst du nicht mehr bekleidet sein, sondern du wirst dann nackt sein. Also, wir müssen das, was Gott von uns sagt, betrachten. Und das ist auch das, was wir rausbringen als Urteil. Paul made a statement in 1 Thessalonians. Paulus hatte auch eine Aussage getroffen in 1. Thessalonischer Brief. 1 Thessalonians 5, the verse number 22. 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 22. He said, abstain from all appearance of evil. Er sagte, wir sollen einfach von alles, was sichtbar ist, von Bösen uns fernhalten. Es ist abstehen. Also uns fernhalten. From all appearance of evil. Alles, was vom Teufel kommt, müssen wir uns davon fernhalten. Now, when you look at this verse, you say, oh, but it's normal. Und wenn du das schaust, dann sagst du dir, ach, das ist doch gut, ja. We have to abstain from all appearance of evil. Ja, wir müssen uns fernhalten von alles, was bösartig ist. But what is God saying? Aber was sagt uns Gott da? Now the word evil is very revealing. Und das Wort bösartig ist da sehr offenbart. Also es hat was in sich. It may not be what we think. Es kann vielleicht sein, nicht sein, das, was wir denken. Because the word evil is the Greek word poneros. Denn das Wort böse ist das griechische Wort poneros, which means that our work, everything that has to do with performance, everything that has to do with the result of the tree of the knowledge of good and evil. Also dieser poneros ist nichts anderes, ist an alles, was mit Ergebnis zu tun hat, mit Leistung zu tun hat. Paul calls it, he calls the appearance world evil, not in the sense of something being wicked, something being malicious. No, he's talking about the fact that it is something which has got no substance. Also Paulus nennt das bösartig. Es hat nichts mit einer bösen Krankheit oder etwas Böses. Es hat einfach mit alles in die Welt zu tun, also als Leistung, was sichtbar ist und was für uns als Ergebnis wichtig ist. So he says, abstain. Also meiden. Wir müssen das vermeiden.
from all appearance of evil. Also wir müssen allen bösen Schein meiden. So now you really realize that our Christian calling, also dann stellst du fest, dass unser christliches Berufung is to commit ourselves, ist, dass wir uns hingeben to that which is not seen, zu dem, das, was nicht sichtbar ist, to that which is not touched, zu dem, was nicht rührbar ist. Because all these things, denn all diesen Sachen, these are the things we call appearance. Das sind alles, was wir als Schein nennen. But we are more than what we see. Und wir sind aber mehr als das, was wir sehen. And so if we commit ourselves to that, und wenn wir uns solche Erscheinung hingeben, we will then produce the fruit of it. Werden wir auch die Frucht dessen herausbringen. So Paul said, und Paulus sagt in 2 Corinthians 5, the verse 7, in 2. Korinther 5, 7, says we walk not by sight. Wir wandeln nicht nach außen, nach was wir sehen. The word sight there, und das Wort Sicht da, is the same word appearance. Also dieses Wort schauen, es ist auch mit Erscheinung zu tun. That Paul uses in this verse. Also das ist dasselbe Wort, was Paulus auch im 1. Thessalonischer Brief benutzt hat. It's the same word Jesus used that we mustn't judge, we should not judge by appearance. Und das ist auch dasselbe Wort, was Jesus verwendet hat, wo er sagte, wir sollen nicht nach dem Schein ein Urteil geben. So we are called not to walk in this world. Also wir sind berufen in dieser Welt nicht so zu wandeln. According to what appears. Gemäß dem Schein. But by faith. Sondern durch Glauben. What is faith? Was ist dann Glaube? Is the evidence of things not seen. Es ist die Überzeugung dessen, was unsichtbar ist. It is the proof. The evidence of things which are not seen. Also es ist der Beweis von Sachen, die nicht sichtbar sind. So God is calling us to bring our commitment. Also Gott möchte, dass wir unsere Hingabe dahin bringen. Unto him. Und zwar zu ihm. And accept his judgment. Und dann sollten wir sein Gericht annehmen. We can experience injustices in this world. Wir können auch kein gutes Urteil erleben hier auf dieser Welt. But what should we do? Was sollen wir dann tun? It may be something that comes from our lineage, our earthly lineage. Es kann auch etwas sein, was aus unserer irdischen Rasse kommt. But are we to live by them? Sollen wir das dann annehmen? Sollen wir uns damit abfinden? Or should we commit ourselves to him who judges righteously? Oder sollen wir uns ihm hingeben, denn er hat ein gerechtes Urteil? And so when we commit ourselves to him, und wenn wir uns ihm hingeben, then he impart unto us his judgment. Dann kann er auf uns sein Gericht geben. His Halleluja. Choice. Er kann uns seine Wahl geben. His decision. Er kann uns seine Entscheidung zeigen. His conclusion. Er kann uns seine Feststellung geben. And it is with that that we walk. Und dadurch, dass wir das dann betrachten, können wir auch damit wandern. And so we look at ourselves in our position of being afflicted with sickness. Und wir schauen uns in dieser Stellung mit Schmerzen, mit Krankheit. What should we do? Was sollen wir dann tun? We commit to him. Wir geben uns ihm hin. So when we take our commitment and place on Christ, und wenn wir unsere Hingabe auf Jesus geben, his judgment oversees our situation. Sein Gericht übersieht unsere Lage. This is why he said in 1 Peter. Und darum sagte er in 1. Petrus. He says, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness. 1. Petrus 2:24. Kapitel 2, Vers 24. Welcher unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr all geheilt geworden seid. So what is the righteousness that we are called to live by? Und zu welcher Gerechtigkeit sind wir berufen zu leben? By his stripes we are healed.
Durch seine Wunden wurden wir geheilt. So we are healed. Wir sind geheilt. That is God's judgment. Und das ist Gottes Urteil. Amen. Halleluja. He says, being dead to sin. Also ihr seid zum Tode abgestorben. Now you see that the way Peter actually looked at the whole situation, he went back to sin. Why will Peter talk about sin when also, he's trying to deal with the issue of healing? Also die Art und Weise, wie Petrus hier gesprochen hat, er ist zurück zu den Sünden gegangen. Wieso möchte Petrus über Heilung reden und geht nochmal auf das Thema Sünde? Because it's the same thing. The falls on the same category. Weil das alles ist gleich, ob es Sünde genannt wird oder Krankheit genannt wird. When God looks at sin, wenn Gott auf die Sünde schaut, he doesn't look at it from a personal view. Er schaut das nicht aus einem persönlichen Gesichtspunkt auf einen speziellen Fall. That is his judgment. Das ist sein Gericht. But you and I, we can look at it from a personal view. Aber du und ich, wir können das persönlich aus einem persönlichen Betrachtung betrachten. You see, there were certain people who did something to Jesus. Es gab bestimmte Leute, die Jesus etwas angetan hat. Jesus could say, but you did wrong to me. Und Jesus konnte dem natürlich sagen, ihr habt es sehr, sehr schlecht gemacht. But he turned to God. Aber er hatte sich dem Herrn hingegeben and allowed God to judge the situation. Und hat Gott erlaubt, die Lage zu richten. Amen. Amen. And God brought his righteous judgment. Und Gott hat sein gerechtes Urteil gebracht, that I hold no claim against these people who are doing what they are doing upon you. Ich habe nichts zu halten zu diesen Leuten, die dir auch falsches betrachtet haben. And Jesus says, thank you, Father. Und Jesus sagte, danke, Herr. Can we do that? Können wir auch das tun? We say, God, bring fire! God, see what they have done! Stattdessen, Gott, bring doch dein Feuer auf sein Verhalten. Schau doch, was er getan hat. Look how Deutschland is treating me. Schau doch, wie Deutschland mit mir umgeht. Why did I born in this family? Warum bin ich denn in dieser Familie geboren? God said, Und Gott trotzdem sagt, nein. Everything is good. Alles ist gut mit dir. Christianity is good, oh. Christentum ist wunderbar. Beautiful, really. Wunderschön. It challenges you to the core. Es bringt dich wirklich bis zu deiner Wurzel eine große Herausforderung. That is why God is able to change us from within. Und darum ist Gott, kann Gott uns von innen wandeln. And we become somebody else. Und wir werden dann jemand ganz, ganz anders. Amen. Amen. And so what God is trying to bring out, und was Gott uns hier herausbringt, is the new creation. Ist die neue Schöpfung. That which is judged from God's point of view. Und die neue Schöpfung ist aus Gottes Gesichtspunkt gerichtet. If any man be in Christ, wenn einer in Christus ist, is a new creation. Ist eine neue Schöpfung. All things are passed away. Das Alte ist vergangen. And behold, und siehe, all things have become das new. Alles ist neu geworden. Glory be to God. Halleluja. He says, in Christ, in Christus, there sagt is neither circumcision or uncircumcision. Gibt nicht Leute, die beschneidet werden oder auch nicht beschneidet werden. But aber the new creation. Die neue Schöpfung. Amen. Amen. Galatians 6, the verse 15. Galater 6, Vers 15. So in Christ, in Christus, is a new creation. Es ist eine neue Schöpfung. So if we are in Christ, und wenn wir in Christus allow sind, God to judge us. Erlaube doch, dass Gott sein Urteil gibt. Amen. Halleluja. In every situation. In allen Umständen. If we are afflicted. Und wenn wir Schmerzen haben. Let's not fight it. Lass uns da nicht zurückschlagen. Let not murmur. Lass uns nicht meckern. Let's not complain. Lass uns nicht murren. Let not accuse others. Lass uns nicht anderen Leute den Fehler geben. Let's commit ourselves. Lass uns uns hingeben. To the one who judge righteously. Demjenige, der gerecht urteilt. And accept his judgment. Und lass uns danach auch sein Urteil annehmen. And live by his judgment. Und durch diesen Urteil leben. Jesus says in myself. Und Jesus sagte in mir selbst, von mir aus selbst. I can do nothing. Ich kann nichts tun.
But I see what my father Aber doet. Ich sehe das, was mein Vater tut. That is what I do. Ich betrachte das, was mein Vater tut, und ich bringe es heraus. Glory be to God. Halleluja. This is freedom. Und das heißt Freiheit. When we live from that premise, und wenn wir daraus leben, we live in freedom. Dann sind wir in Freiheit. Peter says, being dead in sins. Petrus sagte, in die Sünde tot sein. So all the effect of sins, also alles, was aus der Sünde herauskommt, we are dead to it. Wir sind dazu tot. And we live unto righteousness. Und zur Gerechtigkeit leben wir heute. Not ours. Nicht unsere Gerechtigkeit, the righteousness of God, sondern die Gerechtigkeit the Gottes. Right judgment of God. Das gerechte Urteil Gottes. You see, justice, also seht ihr, Urteil, Gericht, justice, Gericht is to give to each one, bedeutet, jedem etwas zu geben, what he deserves. Und zwar das, was er auch verdient. That is what justice is. Das ist doch Gericht, oder? But in God, aber in Gott, there are not everyone. Gibt's kein jedem. It's only one. Es gibt nur einen. Halleluja. Christ. Es gibt nur einen. Christus. The gospel is not complicated. Also das Evangelium ist nicht kompliziert. It's so simple. Es ist so einfach. It takes man. Es braucht nur, dass der Mensch, to complicate it. Der das dann kompliziert macht. Amen. So God has given to you and I, also Gott hat dir und mir, what Jesus Christ deserved, das gegeben, was Jesus Christus auch verdient hat. Amen. Halleluja. Does he deserve sickness? Also verdient Jesus auch Krankheit? No. Amen. Does Amen. He deserve poverty? No. Gebührt Jesus auch Armut? Nein. Amen. So all what he deserves, alles, was ihm gebührt, has been freely given to us. Wurden dir freilich gegeben. This is the righteousness of God. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Not the righteousness of man. Nicht die Gerechtigkeit des Menschen. To man, this does not make sense. Zu dem Mensch macht das keinen Sinn. You do it to me, I do it to you. Wenn du mich anschlägst, dann schlage ich zurück. But God does not work like Aber that. Gott wandert nicht nach so einem Sinn. Thank you, Lord.